Willkommen in den Höhlen von Grimrock. Ich bin Mr. Cutterfee, euer Kaninchen. Und jetzt schauen wir doch mal, was sich hier hinter verbirgt. Natürlich. Caro. Da ist doch irgendwo einer. Oh, das war so nah gerade. Jetzt ist der weg. Komm her, los. Volle Kanne auf die... aufs Fressbrett. Ich hoffe nicht, dass Mr. Cutterfee jetzt hier die ganze Zeit die Haupterfahrungspunkte abgreift. Sieht aber so aus und du hast Hunger. Nee, hier. Unser Freund Flo Nisse, der greift hier die Erfahrungspunkte ab. Ich möchte da noch nicht hin. Ich möchte erstmal gucken, was das hier für eine komische Kante war eigentlich. Hm. Seltsam, seltsam. Na komm her, los. Weg, weg, weg. Flo Nisse hat ein Level Up. Sehr schön. Wir gehen einen Schritt zurück und dann machen wir das doch gleich mal. So. Ich würde sagen, wir machen mal Spellcraft. Wir haben hier 4 Punkte. Ich mach mal Spellcraft einfach auf Stufe 5, um zu gucken. Wir kriegen da ja 2 neue Zauber. Vielleicht sollte ich auch Eis lernen. Um halt wirklich breit gefächert zu sein. Kann ich das wieder rückgängig machen? Nö. Na gut. Ja, wir machen das Feuer so. Bestimmt vollkommen unsinnig. Was ist jetzt Spellcraft davon? Das nicht? Is not skilled enough? Fizzles? Fizzles? Fizzles. Na gut. Schön erstmal das Mana verprügelt, was wir noch hatten. Brauchen wir noch eine Schriftrolle. Da ist ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Damit geht das zu und das auf und... Alter! Ist doch wohl ein Problem, Junge. Ich muss jetzt nicht auch aufpassen, die können natürlich auch jederzeit von der Seite kommen, ne? Geh weg! Geh weg, sagte ich. Huh. Und damit hat der Rest meines Teams ein Level-Up erhalten. Da ist noch ein Schalter. Okay, wir machen aber erstmal das Level Up. So. Hier auf jeden Fall Dodge, dann kriegt ihr nämlich Fire und Shock Resistance. Ja, ja, ja. Und hier... Energy plus 5. Ich weiß nicht, ob mir... Energy bringt mir ja eigentlich nichts als... Jedenfalls bisher nicht. Und ich könnte hier zum Beispiel die Health, ich mache hier die Health hoch, dann kriege ich mehr Lebenspunkte, ist immer gut. Bei dir, du kriegst auf jeden Fall Armor, erstmal hier Maces und dann Armor. So, dann kriegst du nämlich auch noch mehr Health und Vitalität, mehr Lebenspunkte und dann in der nächsten Stufe kriegen wir die Light Armor Proficients. Du wirst mal Luftmagie erlernen. Tja, und dann... Ach, hier so. Kriegst du Schockresistenz, ist auch gut. So. Und dann werde ich mich erst einmal wieder... So, ich werde mich nicht so hinlegen. Ich werde mich so hinlegen, dass ich auch noch zur Not ausweichen kann. Nicht, dass ich jetzt in der Ecke... Schon wieder so ein Traum. Are you still there?
I know a way out, but I can't make it there by myself. We need to work together. Descend towards the bottom of the mountain. We can meet there. Möchte ich das wirklich? Ich weiß nicht. Der kommt mir, das ist, Leute, die mir im Traum erscheinen, sind mir immer unsympathisch. Jetzt geht das da hinten wieder auf. Das geht zu. Was habe ich jetzt gewonnen? Oh, das habe ich gewonnen. Ein Wurfmesser und einen neuen Key. Irgendwer hatte doch schon die Wurfmesser. Wer hatte die denn? Wer hatte denn gerade die Wurfmesser? Hier, du. Muss ich eh mal gucken. Ich habe jetzt langsam so viel Unsinn hier zusammengesammelt. Brauche ja teilweise gar nicht hier das, zum Beispiel das Knife kann weg. Kompass brauche ich eigentlich auch nicht. Naja, mal schauen. Bestimmt total falsch und ihr schreit jetzt alle, nein, wirf das Messer nicht weg, das war total wichtig. Wenn du das und das machst oder so. Aber gut, wir haben jetzt auch diesen Schlüssel. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Nee, da wollte ich hin. Du hast auch schon ausgewählt. Okay. Hä? Ah. Wo bin ich jetzt? Ganz woanders. Ja, Teleportation ist immer noch so ein bisschen verwirrend. Noch ein Wurfmesser. Und eine Schriftrolle auf Poison Bolt. Erdmagie 7. Na, das ist ja noch ein bisschen. Ach, du bist so einer. Na gut. Stachtische neue Gegner hier. Klick. Nicht klick. Na komm her. Du bist langsam auch keine Gefahr mehr. Da. Weg, weg. Ah, noch einer. Komm her. Geht gut. Gegen die komme ich schon langsam gut an. Ich höre aber noch was knistern hier. Irgendwo in den Wänden. Bin ich bei Slenderman oder was? Oder bei SCP? Yeah. Vielleicht mal nicht Zauber auswählen hier. Ah. Nein. Nein. Hier in der Wand ist der. Geh weg! Niemand will dich! Dich auch nicht. Komm her. Hey, du hast mich getroffen. Das kann nicht sein. Ich habe so einen hohen Ausweichenwert. Pilzfleisch. Da ist eine Tür. Und hier ist Lembasbrot. Lecker Lembasbrot. Und sieh da, noch mehr Lembasbrot. Hier ist auch irgendwas in der Wand. Ist überall was in den Wänden. Hallo. Daneben gehauen. Ja, ansonsten, wir gucken mal, vielleicht finden wir ja auch noch ein paar nützliche Items. Zum Beispiel braucht ja Kramov, würde sich sicherlich über einen Zauber freuen, der ihn zurückverwandelt. In einen Druiden. Ja, komm her.
Ja, komm. Ja, genau. Und wir haben ja auch noch nicht einen Kopf für... für unseren Dunbaka erhalten. Oh, oh, oh. Ja, ja, ich weiß, du bist nicht gerade der Beste da vorne. So. Wo kam der denn gerade her? Hat er sich einfach angeschlichen, die Pilzradde? Aber hier ist sonst nichts. War einfach wirklich nur so ein kleiner Raum, wo der sich hinter versteckt hat und gewartet hat, bis wir seinen Freund angreifen. Na, genau nicht den! Fall um! Boah, die sind gefährlich, weil die alle angreifen. Ui, 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 ui. Wie sieht's denn aus mit Essen? Sieht noch gut aus. Ich habe leider noch keine Heilfähigkeiten. Ich habe gerade ein bisschen Respekt davor, mich hier groß rumzubewegen. Ich werde mal ganz kurz mich in diesen Raum hier verziehen und noch ein wenig schlafen. Wir haben ja Zeit. Es ist ja hoffentlich nicht so, dass ich eine Zeitbegrenzung habe. Essen gibt es ja durch die Gegner eine ganze Menge. Und ich laufe lieber mit einem vollgeheilten Dunbaka durch die Landschaft als mit einem, der schon fast tot ist. Ist schon wieder einer an der Wand. Was macht ihr denn da in den Wänden? Und es ist natürlich immer noch die große Frage, welche Verbrechen wurden begangen, dass wir hier eingesperrt werden. Was brachte das jetzt? Pilzkopf? Hallo Pilzkopf. Hey. Hey. Hey du. Hey. Hey. Hey du. Hey du. Hey du. Hey du. Hey. Hör dir mal bitte auf, nicht immer daneben zu hauen. Dankeschön. Hier ist noch ein Pilz. Da brauche ich einen Schlüssel. Okay. Und was ist das? Was sind das für Stiefel? Protection und Cold Resistance? Du hast doch noch keine vernünftigen Schuhe, oder? Hier, wenn ich das richtig sehe. Genau. Jetzt haben wir schon mal alle vernünftige Schuhe. Schlüssel hat, glaube ich, gerade keiner von uns. Nein, aber der ist schon fast voll hier. Da werde ich als nächstes wohl mal die Schriftrollen wegwerfen. Nichts? Hä? Ich dachte. Wo ist denn dieses Skelett? Oder dieser Legionär? Hier ist ein Schlüssel. Wofür war dieser Hebel jetzt da? Irgendwas hat sich doch jetzt bewegt. Wir packen mal, wo hier war eine Fackel. Die packen wir mal wieder hin. Scheinbar sind Fackeln ja teilweise Auslöser. Ach, hier brauche ich einen Schlüssel. Hä? War ich jetzt überall schon? Nee, eigentlich doch noch nicht. Well, wo kommst du denn her, Freund Blase? Nein? Wo kamst du bitte her? Da ist doch noch jemand.
Hier, das ist neu. Ha! Weg, weg! Weg, weg, weg! Geh! Geh zu deinesgleichen! Deinesgleichen! No. Mann, Mann, Mann. Das ist nochmal ein neuer Helm. Phalanxhelm? Kann ich den Schädel mitnehmen? Das wäre doch vielleicht irgendwas für unseren Kopfsammler. Und eine Lederhose. Habe ich schon einen Schädel verpasst? Ja, das seht ihr, da kriegt ihr jetzt extra Schaden, wenn ich hier anlege. Das seht ihr unter den Waffen? Sehr schön. So, die kannst du mal wieder weggeben. Und hier Phalanxhelm. Protection 6. Wiegt das mehr? Nö. Wiegt genauso viel. Das ist einfach nur dann hier drinne aufgeteilt. Geh mal weg, Axt. Braucht kein Mensch. Kriegt er die jetzt auch, wenn ich die hier reinpacke? Nee. Und du sollst mal was essen. Nom, nom, nom. Dann haben wir hier eine Lederhose. Ich glaube, das lohnt sich langsam eher, wenn du mal eine vernünftige Lederhose trägst. Als so einen komischen... Als so einen Leinenumhang hier. Ein bisschen Lembasbrot. Ganz schön viele Fackeln haben wir langsam. Das ist schön. Die brauchen wir auch. Und der hat ja unser ganzes Essen. Gut. Aber... Was war hiermit? Nichts. Dann brauchen wir wirklich dort hinten den Schlüssel. An der Wand. Dort. Na los. Klick. Hätte ich gar nicht. Okay. Katze? Was bist du da vorne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich weiß nicht, wie weit YouTube das entsprechend anzeigt. Ach, du bist nur eine Wand. Mit einem Hebel. Ach, komm hin. Drücken wir gleich mal. Sind wir hier wieder? Okay. Na komm her, komm her, komm her. Los, komm, komm, komm. Kriegst aufs Fressbrett. Wissen die eigentlich, Schädelfallen? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die, Schädel fallen lassen. Das wäre natürlich sehr hilfreich für unseren dummen Backer. Nö. Wenn du hier nicht zufällig noch irgendwas anderes nimmst, nur Legionsspeer und so einen komischen Schild, den wir nicht mehr brauchen, weil wir ihn schon haben. Da geht die Fackel wieder aus langsam. Eigentlich finde ich das in rötlich noch schöner. Naja, komm mal an. Ja, komm. Ihr habt doch ein Problem, Jungs. Ja, lasst mich mal ganz kurz in Ruhe. Nein. Uiuiuiuiuiui. Kommt hier nach? Ein Vierertrupp gleich. Bin ich im falschen Film hier? Nein, verdammt. Das wollte ich gar nicht. Lauf, lauf. Hallo. Dreh ich um. Kommen die hier auch durch? Wee!
tun sie! Oh, es sind immer noch zwei übrig. Oh Gott. Einer. Töte ihn! Alter Schwede. Habt ihr noch irgendwas außer eure komischen Legionsspeere hier? Nö. Nur Legionsspeere und... Alter. Hätte ja ruhig noch irgendwas für mich da haben können. Okay. Ich würde sagen, nach diesem doch sehr erschreckenden Erlebnis werden wir kurz uns ausruhen, schlafen und pausieren. Und dann in der nächsten Folge frisch gestärkt wieder ins nächste Abenteuer hineinstürmen und vielleicht in den Tod. Wer weiß das schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss.